Alter, was geht ab, Leute, Hunge? Endlich zu Hause angekommen. Dortmund war krass. Videos dazu folgen die Tage. Das war echt heftig. Ich bin heute 8.30 Uhr in München angekommen. Bin dann direkt in die Arbeit gefahren. Und dann sogar pünktlich gekommen, auf die Minute, 9 Uhr angekommen. Ja, 8 Stunden später. Nee, 8 Stunden habe ich gearbeitet. 9 Stunden später. Endlich zu Hause angekommen. Und ja. Wir haben eine Menge verpasst in den zweieinhalb Tagen, in denen wir weg waren. Das will ich heute noch schnell und kurz in einem Video erwähnen. Vor allem für die Leute, die auch auf der Safari-Zone waren und da auch nichts mitbekommen haben, so wie ich. Gibt es echt eine Menge Neuigkeiten. Angefangen mit der wichtigsten. Und zwar haben wir die 18.000 Abos geknackt. Yay! Ihr seid die Besten. Dankeschön. 20.000 kommt, glaube ich, wieder ein Special. Fettes Dank an euch. Die meisten habe ich ja jetzt... Okay, nicht die meisten... Ich habe nicht 18.000 Leute getroffen, aber viele von euch habe ich jetzt in Dortmund kennengelernt und war echt eine geile Zeit. Hat mich echt gefreut. Und ja, zweite Neuigkeit betreffend der Safari-Zone. Und zwar gab es ja einige Fails von Niantic, vor allem am Tag 1. Netzprobleme, Internetprobleme, man konnte nicht rein. Spieler wurden gebannt, weil sie Rauch anhatten und sowas. Mehr dazu, wie gesagt, demnächst. Aber als Wiedergutmachung hat Niantic eigentlich... Event angekündigt, ein weltweites Event als Entschädigung für die Probleme. Blende ich hier ein. Manche finden es nicht so gut, weil dieses Event gilt dann für alle, aber es waren ja nur einige betroffen, und zwar die, die extra angereist sind, sich die Mühe gemacht haben und dann vor Ort so richtig hart leiden mussten. Und jetzt werden aber alle dafür belohnt. Also ich bin Gönner, ich gönne es allen anderen auch. Wieso nicht, aber es gibt manche, die finden das halt unfair. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare, ob ihr das unfair findet, dass jetzt dann alle ein Event bekommen, belohnt werden für das Leiden, für die Leiden von den paar Spielern, die vor Ort waren. Und eine weitere Ankündigung, die das Wochenende rauskam, ne, sogar beide. Beide Ankündigungen, die ich noch erwähnen will. Erstens, Celebi kommt. Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass es schon mal angekündigt wurde. Zumindest hatte ich die ganze Zeit die Vermutung. Und zwar Celebi. Nächsten Monat, 15., 14., 15. Juli, irgendwie sowas, beim GoFest in Chicago wird er erscheinen, wird er aktiviert, neue Feldforschung. Wie gesagt, ich hatte das mit Celebi eigentlich schon viel früher gehört und ich habe auch immer in den Streams gesagt, Juli beim GoFest, immer wenn irgendjemand gefragt hat. Dementsprechend dachte ich eigentlich, die Information war schon bekannt. Und dann die letzte Nachricht, und zwar wurde ein neues Event freigeschaltet durch die ganzen Challenges und auch die Safari-Zone. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, man musste irgendwie... so und so viele Quests erfüllen. Haben wir natürlich alle erfüllt. Yay. Wir wissen eh, die Wahl ist immer manipuliert. Also wir schaffen die Challenges ja immer. Aber, was wurde freigeschaltet? Dreifach EP beim Fangen. Was ziemlich cool ist. Mit Glücksei 6-fach EP. Ich habe ja meine ganzen Quests aufgehoben. Genau für sowas. Damit wir einfach zu Hause livestreamen können und dann EP machen und die Quests abholen. Dementsprechend dann die nächsten Tage meinen Livestream, wo ich alle meine Quests abhole. Dann Doppel-EP für Raids, was immer ziemlich saftig ist. Das pusht vor allem Regi-Eyes, weil die Leute sind jetzt nicht so hype auf Regi-Eyes. Aber mit Doppel-EP, ihr wisst, mit Glücksei 4-fach-EP. Das wird, glaube ich, eine Menge Leute motivieren. Dann 3-fach-EP für Schlüpfen mit Glücksei 6-fach-EP. Und der letzte Bonus, eine Stunde Glücksei. Was auch ziemlich heftig ist, vor allem mit diesen ganzen EP-Bonis. Und dann am Wochenende kommt für 3 Stunden, genaue Zeit weiß man noch nicht, Arctos. Und... nichts Besonderes eigentlich Arctos, aber Shiny-Version von Arctos ist verfügbar. Mal schauen, wie häufig der sein wird, weil 3 Stunden Zeitlimit ist schon sehr begrenzt. Vielleicht werden sie die Chancen erhöhen auf den Shiny Arctos, weil die 3 Stunden sind echt knapp. Vor allem für Leute, die nicht so viel Arenen haben wie ich zum Beispiel. Und 5 freie Raid-Pässe. Kann man sich nicht beschweren. Nette Aktion. Samstag wird geil. Sonntag ist übrigens auch noch C-Day. Auch mit den ganzen EP-Boni. Also das geht schon mal ab. Samstag, Sonntag geht ab. Samstag Arctos, Shiny Arctos Farm Raiden mit Doppel-EP für Raids, Glücksei 4-fach-EP. Dann noch ein paar Raids geschenkt, also ey, es wird abgehen. Ich bin gehypt, ich bin gespannt. Celebi, Shiny Arctos, krass viel EP und 18.000 Abos. Was will man mehr? Ich kann nur sagen, super saftig. Das war's von mir. Wie gesagt, mehr zur Safari-Zone Dortmund kommt in den nächsten paar Tagen. Aber wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, ich habe übrigens einen neuen. Alles billiger, alles jetzt Toppreise.
vergesst nicht, Pokémon ist serious business.